Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Abendseminar. Ändere deine Gedanken und dein Leben ändert sich. Ihr könnt mich gut verstehen? Soweit? Wunderbar. Ja, ich freue mich auf einen Abend mit euch und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr mir eure kostbare Zeit heute schickt, an einem Freitagabend euch Zeit nehmt. Ja, euch um euch selbst, um eure Gedanken zu kümmern. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Ja, vielleicht ein paar Sätze erstmal zu mir. Mein Name ist Monika Gschwind. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Seminarleiterin und Therapeutin und begleite seit geraumer Zeit, doch bald schon 20 Jahre, Menschen auf ihrem Weg hin zu mehr Lebensfreude, Lebensqualität, hin zu mehr Selbstliebe, denn die hat mir vor vielen Jahren definitiv gefehlt. Ich habe mich und meinen Körper sehr abgelehnt, konnte mich nicht leiden und ja, fand mich und mein Wesen nicht wirklich gut. Und so habe ich mich damals auf den Weg gemacht und ja, so bin ich heute begeistert, dass ich heute auf dem Weg sein darf und Menschen auf ihrem Weg begleiten darf. Und ich bin weiterhin auf meinem Weg und der Mensch, der mich wahrscheinlich am meisten geprägt und einfach auch ja, auf diesem Weg inspiriert hat, ist Robert Betz. Auch zu ihm mag ich kurz ein paar Worte sagen, weil aufgrund der Robert Betz GmbH, der Transformations GmbH, sind wir auch alle hier. Robert Betz ist ein Diplompsychologe, seit 1997 als Seminarleiter, Speaker und Autor vieler Bestseller bekannt. Und ja, er hat vielen, vielen tausenden Menschen dem Leben eine neue Richtung gegeben und damit auch mir damals. Und ich bin ihm heute sehr, sehr dankbar. Heute verbindet uns ein wertschätzendes und freundschaftliches Verhältnis und ich darf seit vielen Jahren ihn in seinem, ja, in seiner Arbeit begleiten und ein Teil der tollen Transformations GmbH sein. Und damit auch heute das Seminar in seinem Namen, ja, mit euch durchführen. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und mir lauscht und ich hoffe, ihr habt alle eure Gedanken dabei, die guten und die schlechten, die dienlichen und die nicht so dienlichen, denn wir denken eine ganze Menge. Und was dann die Gedanken auslösen und warum wir so denken, darüber werden wir heute sprechen. Und der Titel ist wirklich Motto, denn ich bin wirklich davon überzeugt und ja, mit dieser Idee und mit diesem Wesen sitze ja auch ich auch heute vor euch. Denn wenn wir unsere Gedanken ändern, dann ändert sich tatsächlich auch wirklich unser Leben. Und da mag ich euch heute dazu ermutigen, denn ein schlauer Mensch, die Wissenschaft, hat herausgefunden, dass wir zwischen 60, 50, 60 bis 80.000 Gedanken am Tag denken. Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen. Und ich habe in meiner Arbeit herausgefunden, von diesen rund 70, 80.000 Gedanken sind es sehr, sehr oft die gleichen. Wir sind quasi gedankliche Wiederkäuer. Und was wir immer wieder so käuen und was wir immer wieder so ausspucken, was wir immer wieder so produzieren in unserem Geiste, davon möchte ich heute sprechen und wie wir das natürlich klären können, verändern können, damit sich unser Leben ändert. Ja, damit gehen wir heute ein paar Schritte ein. Deswegen schön, dass du da bist. Leg dir Stift und Papier zurecht. Vielleicht gibt es hier und da ein paar Sätze, die du mit aufschreiben magst. Ich wünsche mir aber, dass du ja, dass du es gemütlich machst, mir lauschst und vertraust auch, dass die Worte, die bei dir ankommen sollen, dich im Herzen auch wirklich treffen und die du nicht unbedingt aufschreiben musst, die du nämlich dann bald in deinem Herzen integrierst und auch wirklich leben wirst. Ja, wenn wir ein Gedanken oder wenn wir ein Seminar über Gedanken machen, dürfen wir natürlich erstmal fragen, was sind denn Gedanken? Nun, Gedanken sind Schwingung, Gedanken sind Energie. Sie sind feinstofflich, wir können sie nicht sehen, aber wir können sie wahrnehmen. Also ihr könnt jetzt nicht sehen, was ich denke. Ich kann ja, witzigerweise können wir Menschen ja sprechen und an was ganz anderes denken. Das geht ja auch, ne? Und ihr könnt jetzt aber nicht sehen, was ich genau denke. Aber wir können es wahrnehmen. Ich spreche davon von Ausstrahlung. Es fängt schon morgens an, wenn wir morgens die Augen im Bett aufmachen. Ja, wir beginnen den starten in den Tag, wir beginnen den Tag und es denkt. Ich sage ganz bewusst, es denkt, weil ganz viele unserer Gedanken nicht bewusst sind. Also die Gedankenmaschine wird angeschmissen und so schlürfen wir uns in unseren Schlappen ins Badezimmer, putzen uns die Zähne, waschen uns das Gesicht und dann haben wir schon einige Gedanken gedacht.
Und wenn wir da so in den Spiegel hineinschauen, können wir sehr gut erkennen, was wir denn den ganzen lieben langen Tag so denken. Weil Gedanken können sich in unserem Körper oder auch in unserem Körper manifestieren. Wir sehen, wie jemand denkt. Wir sehen, wenn jemand eine positive Ausstrahlung hat. Der strahlt, der, auch seine Körperhaltung ist eine ganz andere, wie jemand, der sich eher versteckt und sehr minder und negativ über sich denkt. Daran können wir sehr wohl schon Gedanken gut wahrnehmen. Durch unsere Intuition können wir es erahnen und ganz bewusst auch wahrnehmen. Also wenn du morgens schon irgendwie am Spiegel stehst und neben dem Zähneputzen diese Energie um dich herum sprühst, die ich jetzt mal Problemo nenne, ne? Tolles Eau de Colette von Chanel vielleicht, Nummer 7, dann riechen das natürlich auch die anderen Menschen. Verstehst du? Du sprühst morgens durch dein Denken wie ein Parfum an dich heran. Und deine Mitmenschen riechen es, nehmen es wahr. Also du sendest Gedanken aus und Menschen nehmen es wahr und gehen damit auch in Resonanz. Also prüfe sehr gut, ja, welches Parfum du trägst, welche Gedanken du denkst und was du so versprühst den ganzen Tag. Denn das wird auch immer wieder in deinem Leben passieren. Deine Gedanken sind verantwortlich für dein Leben. Und deswegen ist es sehr wichtig und wertvoll, dass wir heute Abend einen mutigen Blick einmal drauf richten. Wir können das mal in der Folie genau sehen, indem wir uns das mal genauer anschauen. Mit der ersten Folie. Danke auch an mein Team, das mich unterstützt, also das Robert-Beetz-Team. Vielen Dank, Jenny. Hier, Gedanken sind Schwingung. Wir empfangen und wir senden hinaus. Und wenn wir hier diesen Mann so anschauen, ne, der hat natürlich eine Idee, der hat eine Vorstellung, eine mentale Kraft. Die haben wir übrigens alle. Ne? Er wünscht sich ein Haus, ein Auto, das Ziel ist eine Partnerschaft. Aber er trägt noch einen Rucksack. Er nimmt einen Rucksack auch mit. Es sind so ein paar unangenehme Dinge in der Vergangenheit gewesen. Na, die Beziehung hatte vielleicht sehr einengend, deswegen die Gefängniskugel auf dem Bild, sehr einengend erlebt. Mit dem Auto hat es auch nicht geklappt. Also sind da auch sehr nicht förderliche Gedanken da. Und wie wir auf der anderen Seite sehen, wenn wir Gedanken denken wie jetzt bezüglich des Finanzen, Geld ist schön, Geld macht mich frei, dann habe ich eine Anziehung. Wenn ich aber glaube, dass Geld stinkt oder Geld nicht wichtig ist oder dass Leute, die viel Geld haben, Betrüger sind, dann stoßen wir es ab. Danke für die Folie. Also dahin könnt ihr sehen, dass wir immer wieder eine ganze wichtige Energie hier haben, indem wir Dinge in unser Leben ziehen oder uns wirklich davon abhalten können. Ich kann mich noch gut an eine Teilnehmerin erinnern, die Daniela, die sehr gut Geld verdient hat, aber immer wieder das Geld auch verloren. Es floss ihr quasi immer wieder ab. Und wir haben dann in einer gemeinsamen Arbeit, in einer Transformationstherapiesitzung herausgefunden, dass ihr Denken, wirklich ihr Denken über Geld sehr negativ war. Sie hat selber das Geld, die Währung, ne, den Wert des Geldes nicht wirklich geliebt, nicht erkannt, auch ihren eigenen Wert nicht. Und wie soll bei einem Mensch, der sich selber nicht wertvoll empfindet, sich selber nicht wertvoll wahrnimmt, eine Währung, das Geld denn auch bleiben? Es ist wirklich eine Anziehung oder eine Abstoßung. Und da konnte ich sehr, sehr gut sehen, als wir diesen Gedanken gedreht haben, als wir dort etwas in uns verändert haben, konnte sie dann ganz neu auf das Geld, auf die Finanzen sehen. Und ja, es ist was ganz Neues in ihrem Leben natürlich auch passiert. Auch bei der nächsten Folie können wir das gut nochmal sehen, wie wir als Menschen einfach immer wieder auch ja, in so eine gewisse Handlung kommen. Also hier, da der Mensch hat eine mentale Vorstellungskraft und deren dürfen wir uns immer mehr bewusst sein. Wir haben dann eine Kraft und wir können es anziehen. Es passiert nicht von heute auf morgen, aber wir senden etwas aus. Wir empfangen und senden etwas aus. Daher meine erste wichtige Frage an dich, die du dir notieren kannst, danke, die du dir notieren kannst oder die du einfach aufschreiben kannst oder die auch einfach nur merken kannst. Was denke ich? Was denke ich über mich als Mensch, als Frau, als Mann? Was denke ich über die anderen Menschen? Und was denke ich über das Leben? Denn das, was ich denke, werde ich auch sehen. Wir werden mit unseren Gedanken immer wie so eine Art Scheuklappen auch wahrnehmen können. Ja? Wenn ich denke, dass es da draußen in der Welt viele Idioten gibt, werde ich auch viele Idioten sehen, weil ich einfach meine Sichtwelt darauf einfach programmiert habe. Und das Leben will ja immer auch Bestätigung.
Es schickt dir natürlich Postwenden, die Idioten, damit du sagen kannst, habe ich's doch gewusst, die Welt ist voller Idioten. Also schreib dir für dich auf, was denke ich wirklich tief in mir über mich, über das Leben oder auch über die anderen Menschen. Gedanken haben eine Magie. Mit unseren Gedanken können wir, wie wir in den beiden Folien gesehen haben, können wir etwas anziehen oder auch etwas wirklich auch abstoßen. Und deswegen, wenn du einen Wunsch, eine Sehnsucht hast, ist es immer wichtig für dich auch herauszufinden, ob da irgendwo ein Antiprogramm läuft. Weil wenn du nicht glaubst, es wert zu sein, es dir nicht erlaubst, kannst du es dir noch so sehr wünschen. Es wird nicht in dein Energiefeld kommen. Also nutze die Vorstellungskraft, erkenne und erfahre, was wirklich hinter den Gedanken steckt. Nun, wie kommen wir denn überhaupt zu Gedanken, könnten wir uns jetzt auch mal fragen. Warum denken wir so, wie wir denken und woher kommt denn das alles? Warum denken wir so? Und da kann ich euch sagen, man sagt, dass wir ja die Gene oder auch unsere viele Veranlagungen haben wir alle in der Kindheit übernommen. Wir haben aber noch etwas vererbt bekommen, nämlich einen ganzen großen Gedankenrucksack von unseren Eltern. Ja, wie sie denken, wie sie über die Welt denken, das ziehst du dir als Kind ganz bewusst auch mit an. Du kannst gar nicht anders, als es auch so mit wahrnehmen. Und somit hörst du natürlich in deiner Kindheit Sätze über dich oder über andere oder über das Leben und du fängst an, diese Sätze zu glauben. So wie wir hier sehen, da der Vater hat dem Kind einfach gesagt, er schafft es nicht, aus dir wird nie etwas werden. Es muss gar nicht so drastisch übrigens sein. Ne? Es kann sehr subtil passieren, dass Eltern eine solche Mitteilung geben und sie wirkt im Kind. Na, das ist jetzt bei diesem Bild sehr drastisch dargestellt, aber es kann auch so mit einem Augenrollen, einem Aufstöhnen, einem Genervtsein vom Kind, kann das schon passieren, dass das Kind anfängt zu denken, naja, ich bin anstrengend oder ich bin nicht richtig, wie ich bin oder ich sollte anders sein. Und mit dieser Überzeugung geht der kleine Junge in die Welt hinaus und wird ein Mann, der es mehr und mehr immer wieder anzieht und glaubt, es nicht zu schaffen, nicht gut genug zu sein. Also daran können wir das sehr, sehr gut erkennen. Und ich mag euch wirklich einladen, daher auch hinzuschauen, welche Gedanken ihr übernommen habt. Und das machen wir heute Abend auch, weil wir uns darauf bewusst werden, wo wir und wie wir die Gedanken übernommen haben. Natürlich kommen wir in einem Umfeld, wisst ihr, ich beobachte jetzt zum Beispiel auch, ich bin Mutter einer 3-jährigen Tochter. Und ich reflektiere und beobachte sehr, sehr gut, was hier passiert. Und ich kann sehr gut erkennen, was aus diesem Kind herauskommt und was ich hineingebe. Und es ist für mich ganz interessant, wie ich merke, wie sie auch die Dinge, die sie sieht, interpretiert und wie da Intuition entstehen könnte und darf, wenn ich sie auch lasse. Ein kleines Beispiel, erst vor kurzem in der Küche, mir fiel einfach ein Ei herunter, ne, und es fiel auf den Boden. Ich war nicht unbedingt sehr glücklich, ne, in diesem Moment, ne, über diese Sauerei. Und ich stöhnte so innerlich auf, so, oh, ne? Und meine Kleine, na, also in der Schweiz, wir leben ja in der Schweiz, und in der Schweiz, wenn man wütend ist, sagt man hässig, ne? Die Schweizer kennen das. Sie sagte zu mir, Mami, bist du jetzt hässig? Ne? Also sie wollte quasi abgleichen, ich habe was wahrgenommen, ist es richtig, bist du jetzt hässig? Und wie oft sind wir dann geneigt zu sagen, nee, stimmt, alles gut, ist schon gut. Ne? Nein, damit können wir unsere Kinder verwirren. Sie nehmen nämlich wahr, dass Mama gerade genervt ist, dass Mama gerade sich ärgert. Dann kann ich doch meiner Tochter auch sagen, ja, du, mich ärgert gerade, dass das Ei runtergefallen ist, mich authentisch zeigen. Weil die Kinder und ihr alle habt ein inneres Kind in euch. Wir haben Intuition. Und die wurde uns genau da abtrainiert, wo es anfing mit, nee, dafür bist du noch zu klein. Oder, bist du traurig, Mama? Nein. Ne? Also wir tun ganz oft den Kindern keinen Gefallen, wenn wir so die Gefühle wegdrücken, wegpacken und sagen, nee, also sie nehmen etwas wahr. Ich merke es an meiner kleinen Tochter, sie kommentiert mich total und will immer wissen, ob sie das jetzt richtig verstanden hat oder richtig gesehen hat und will auch gerne über Gefühle reden. Und ich merke, wie schön es ist, wenn ich ihr damit einfach auch sagen kann, ja, das hast du richtig beobachtet. Jetzt ist Mami gerade echt hässig, ne? Und das ist Intuition, die wir alle in uns haben, die ihr alle in euch habt. Aber eben Gedanken wie, du bist nicht richtig, dafür bist du noch zu klein oder das verstehst du noch nicht, sind alle über die Intuition drüber gelegt. Und die dürfen wir jetzt abblättern, abschälen, wie Zwiebelschalen dürfen wir uns entfalten und wirklich wieder zum Kern kommen.
Also nimm all diese Gedanken, die dir nicht gut tun, all die Gedanken, die dir auferlegt worden sind, wahrlich ab und komm wirklich dadurch in deine Größe. Was könnte das heißen? Natürlich, ein Kind nimmt nicht nur wahr, wie jetzt die Mutter reagiert, sondern auch ganz simpel, wenn ein Vater von der Arbeit nach Hause kommt und irgendwie erschöpft ist und müde ist, dann fängt dein Kind natürlich an zu denken, Arbeiten ist anstrengend. Ein Kind nimmt es wahr und du hast es auch wahrgenommen. Ein Kind nimmt es wahr und fängt an zu erkennen, okay, wenn Papa von der Arbeit nach Hause kommt, sieht er irgendwie immer müde aus. Arbeit ist anstrengend. Wenn dann die Eltern vielleicht noch am Tisch über die Arbeit reden, nimmt das Kind das auf. Ja, uns darf das bewusst werden. Wir sind viel zu selten und es gab ganz wenig bewusst, wie viel Kinder aufnehmen, auch im freien Spiel. Sie sind im Raum, wir reden über die Kinder, sie hören das. Und wenn da zwei Mütter sich beim Kaffeeklatsch treffen und die eine der anderen sagt, oh, er hat gerade eine anstrengende Phase, ne? Nimmt das ein Kind auf. Ich bin anstrengend. Und das fängt das Kind an zu denken und das der Erwachsene auch. Er hört es dann immer wieder, ich bin anstrengend und fängt dann zu glauben, ja, ich scheine wirklich anstrengend zu sein. Also wir strahlen es dann tatsächlich in die Welt aus und wir können nicht anders, als dann genauso auch zu denken. Also wir dürfen achtsam sein und unsere Gedanken mehr und mehr bewusst werden. Wie gesagt, wir nehmen sie auf in einem Energiefeld. Wir können gar nicht nicht denken, ne? Wir können aber bewusst denken. Wir können achtsamer sein mit unseren Gedanken. Wir können wahrnehmen, indem wir uns fragen, ist der Gedanke wahr? Na, wenn wir die Gedanken hinterfragen, da komme ich später noch mal mehr dazu, indem wir uns bewusst machen, dass die Worte, diese Gedanken, die da in uns sind, tatsächlich dann auch Materie erschaffen können, so wie wir auch über viele Jahre natürlich dadurch auch Krankheiten oder den Körper damit erschaffen können, weil das Energie ist. Energie, ich war nie gut in Physik, aber Energie können wir nicht wegmachen. Wir können sie nur verwandeln. Und darum geht es, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir hier ein großes Potenzial haben, indem wir uns unserer Gedanken bewusst werden. Also du hast sicherlich auch ein paar unwahre Gedanken über dich. Könnt ihr auch gerne mal in den Chat dann hineinschreiben, dass wir so ein bisschen Munition auch gerne haben. Und dass wir das so ganz klar uns auch machen, was es für Gedanken sind, die denn uns den ganzen Tag begleiten und die wir den ganzen Tag so hinausströmen in die Welt natürlich auch. Also dass wir uns dessen mehr und mehr auch bewusst werden. Denn wir haben Gedanken in uns, die uns dadurch natürlich auch lähmen im Alltag. Lass uns das mal in der Folie genauer anschauen. Wir haben eine Situation im Leben zum Beispiel. Und zu dieser Situation entsteht ein Gedanke. Und dieser Gedanke löst ein Gefühl in uns aus. Wir werden es gleich sehen. Der Gedanke löst ein Gefühl in uns aus, weil es ist untrennbar miteinander verbunden. Gedanken und Gefühle und auch unsere Körperempfindungen. Und so, wie wir jetzt denken, fühlen und auch in unserem Körper wahrnehmen, so handeln wir natürlich auch. Und das ist ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass wir über Dinge, die im Leben passieren, eine Situation, über die denken wir, ne? Wir interpretieren sie, wir machen Gedanken in unserem Kopf und dadurch erzeugen wir Gefühle. Das geht ganz schnell, ne? Also, dass wir einen Gedanken denken und ein Gefühl erzeugen und unserem Magen wird es ganz eng oder unserem Hals wird es irgendwie angespannt oder auf unseren Schultern lastet irgendwo auch eine schwere Last. Das geht so schnell. Das geht so schnell. Und deswegen dürfen wir lernen, diesen Vorgang mehr und mehr uns bewusst zu machen, denn wie wir denken, so fühlen wir, wie wir fühlen, so empfinden wir in unserem Körper. Und danach handeln wir natürlich auch. Und dadurch ziehen wir entsprechende Resultate oder Ereignisse in unser Leben. Lass uns mal ein Beispiel machen. Ich habe hier in der Folie ein paar Zitronen. Und ich mag dich mal einladen, mach jetzt wirklich mal mit. Und schließ mal bitte alle jetzt die Augen. Ich möchte mal zeigen, wie machtvoll, wirklich wie machtvoll unsere Gedanken sind. Schließ mal für einen kurzen Augenblick die Augen. Tief ein- und ausatmen. Und jetzt stell dir mal vor, ich gäbe dir jetzt eine schöne, saftige, gelbe Zitrone. Jetzt. Und du schneidest sie in zwei.
Und nimmst eine der Hälften jetzt bitte. Stell's dir vor. Mach so gut mit wie möglich. Stell dir vor, du beißt jetzt in diese Zitrone hinein. Du riechst sie und du beißt jetzt in diese Zitrone hinein. Nimm einmal wahr. Du drückst auf der Zitrone und du merkst auch noch so, wie wirklich dieser Saft, dieser saure Saft über den Handrücken, den Ellenbogen herunterläuft. Eine richtig schöne, saftige, saure Zitrone. Nimm das mal wahr. Spür das, wie dein Körper reagiert. Du beißt in eine schöne, saftige, saure Zitrone. Nimm das mal wahr. Jetzt darfst du die Augen wieder aufmachen. Ich habe ein paar, ja, da die Melanie poppt. Danke dir, Melanie. Ne? Also, wer von euch, ihr könnt es in den Chat reinschreiben, wer von euch hat vielleicht irgendwie vermehrten Speichelfluss gemerkt? Oder ein Schuppern irgendwie über den Rücken? Ne? Oder wie bei der Melanie da richtig gemerkt, es zieht sich irgendwie alles. Ja, genau, da schreibt Daniela, es schüttelt mich. Ne? Ja, die Speicheldrüse arbeitet. Danke, genau. Der Mund zieht sich zusammen. Ganz genau. Das ist jetzt gerade passiert. Und wisst ihr, was wir gerade gemacht haben? Wir haben unseren Körper verarscht. Ich kann es nicht freundlicher sagen, denn das haben wir. Wir haben unseren Körper verarscht. Was haben wir gemacht? Wir haben an etwas gedacht und es ist real geworden. Aber es war nicht real. Und mit diesem Beispiel mag ich deutlich machen, welche Macht unsere Gedanken haben. Es ist nicht nur so, dass du vielleicht mit einem kleinen Selbsthilfebuch irgendwann einmal für dich klar machst, ach ja, das war in der Kindheit, meine Mutter hat das immer zu mir gesagt, aber ist der Schnee von gestern. Nein, es ist heute da. Es ist in dir. Gedanken können nicht einfach nur weg sein. Ne? Gedanken sind nicht weg, es ist Energie, sondern sie ist in uns. Und wenn wir sie nicht klären, nicht anschauen, hängen die uns in unsere Wäsche. Ich lade euch ein, ihr Lieben. Macht euch auf Zitronenjagd. Sammelt all diese negativen Gedanken ein. Ich mache auch in meinem Alltag manchmal Zitronen, wo gar keine sind. Ne? Wenn ich irgendetwas denke, ja, was gar nicht wirklich zu mir gehört. Ein Gedanke, der nicht wirklich da zu sein hat. Aber er ist da. Und wie wir damit umgehen, komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich mag euch wirklich diese Idee mitgeben, euch eure Gedanken wirklich bewusst machen. Und hinzuspüren, welche Macht unsere Gedanken haben. Auch die Film- oder auch Werbeindustrie macht sich natürlich von diesem Effekt ganz viel. Denn es zeigt im Film, im Fernsehen, der Werbung irgendwie diese wunderbare, bei mir funktioniert Schokolade, diese wunderbare Schokolade und mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen und ich habe das Gefühl, ich muss unbedingt diese Schokolade kaufen. Es ist ein Gedanke, ne, über den Gedanken gesteuert. Gedanke, Gefühl, Körperempfindung hängt ganz eng zusammen. Bitte seid da in Zukunft achtsam und beobachtet sehr gut, wie ihr mit euren Gedanken, Gefühle und eben auch in eurem Körper etwas erschaffen könnt. Gedanken wirken in uns. Sie wirken in uns, lösen Gefühle aus. Und es ist wichtig auch für dich zu verstehen, dass manche Gedanken natürlich auch sehr lähmend sein können oder auch sehr, sehr engmachend oder druckvoll sein können. Wenn wir jetzt mal einen Gedanken als Beispiel nehmen. Der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Denk mal diesen Gedanken ganz bewusst. Ich bin nicht gut genug. Habt ihr vielleicht auch schon mal den Gedanken? Schließ mal für einen Augenblick nochmal deine Augen und denk den Gedanken einmal ganz bewusst. Ein Gedanke, den sehr, sehr viele Menschen kennen. Ein Gedanken, den viele, viele Menschen immer wieder auch mir sagen in der Therapie oder auch in den Seminaren. Ich bin nicht gut genug. Und jetzt spüren wir, wie dein Körper darauf reagiert. Ihr könnt es in den Chat reinschreiben. Bei mir geht es jetzt so zu. Es wird hier so eine Brustenge, dürft die Augen wieder aufmachen. Einfach mal nur bewusst wahrnehmen. Schreib's in den Chat rein. Herzenge, genau, Claudia, danke. Druck, Enge, da passiert was. Na, es passiert etwas in uns. Ich fühle mich traurig, Daniela. Ja, da kommt auch Trauer hoch, flauer Magen. Ich bin nicht gut genug. Und diesen Gedanken haben wir jetzt ganz bewusst mal in diesem Moment jetzt gedacht. Aber diesen Gedanken denken wir unbewusst die ganze Zeit.
Ja, wie so eine Schallplatte läuft er bei uns ab. Und das Problem ist, dass wir nicht nur denken, wir glauben ihn auch. Wir glauben diesen Gedanken. Und hier ist es wichtig, es zu erkennen, dass wir mit unseren Gedanken Gefühle erzeugen. Ich mag kurz einhaken, da hat vorher, ich habe es gesehen, hat vorher jemand im Chat gefragt, die Astrid, welche Gedanken muss ich denken bei körperlichen Schmerzen? Astrid, da würde ich anders hingehen. Frag deinen körperlichen Schmerz, wofür er steht. Denn unsere Gedanken, ne, können uns eine Botschaft geben. Wenn dein Körper dir einen Schmerz oder ein Symptom zeigt, dann hast du schon ein paar Gedanken gedacht, die nicht dienlich waren, ne, die dich dazu gebracht haben, ein Stück weit diese körperlichen Schmerzen zu erzeugen. Du bist Schöpferin. Du hast es erschaffen. Ich gratuliere dir. Das meine ich nicht sarkastisch. Ich gratuliere dir, weil wenn du es erschaffen hast, kannst du es auch wieder verändern. Wir sind alle machtvolle Wesen. Daher nehmt euch dieses ganz bewusst zu Herzen, eure Gedanken lösen Gefühle aus. Wenn ich den Gedanken denke, ich bin gut, ich bin gut, ich bin wunderbar, schließ mal die Augen und denk den Gedanken, wir können ihn denken. Denk mal den Gedanken, ich bin toll, ich bin super, ich bin super, ich bin toll, ich mache das mega gut. Wie fühlt sich das an? Spürt sofort, was da passiert. Könnt ihr in den Chat reinschreiben. Es passiert etwas. Ich bin toll. Ich bin richtig. Ich bin gut. Macht euch das bewusst. Glück, genau. Ihr spürt das. Der Körper reagiert sofort. Wir können das ganz bewusst wahrnehmen, indem wir in uns hineinhorchen. Und da mag ich euch wirklich auch einladen, dass ihr eure Gedanken bewusst werden lasst in Form, dass sie Gefühle auslösen und wie wir damit umgehen, erzähle ich euch gleich. Also erstmal bis hierher. Wir haben Gedanken in unserer Kindheit übernommen. Nicht nur von den Eltern, sondern auch vom ganzen Umfeld. Letztendlich auch vom ganzen Land, überall. Die Gedanken und Überzeugungen strömen ja in dich hinein. Alles beeinflusst dich als kleines Kind. Und du kannst dich dem nicht entziehen. Ne? Und wir können als kleine Kinder, weil wir unfrei sind, weil wir auch in einer gewissen Abhängigkeit sind, uns daraus auch nicht befreien. Wir können nicht mit 3 Jahren sagen, also wisst ihr was, Mama, Papa, ihr denkt mir zu negativ, ich bin dann mal weg. Geht nicht. Ne? Wir bleiben dort. Und wir sind in einer gewissen Abhängigkeit, dass die beiden, Mutter und Vater, uns auch mögen, also mich als kleine Moni mögen. Und dann gucke ich natürlich, was mag Mama, was mag Papa, wenn ich wie bin. Und dann fängt es schon an, dass ich es ihnen beiden versuche, recht zu machen, weil ich mich natürlich nach Liebe, nach Anerkennung sehne. Und ich spüre und nehme die Gedanken auf. Ne? So wie meine Mutter mir Spaghetti Bolognese auf den Tisch stellt, nehme ich aber auch wahr, wie sie denkt. Ne? Also das nehme ich genauso wie Nahrung auf. Und da fängt es alles an, dass ich ja auch ein gewisses Gedankengut mir aufbaue. Und du denkst heute und du hast ein paar Gedanken, die unangenehm sind, die negativ sind. Ihr könnt auch gerne ein paar in den Chat reinschreiben. Was sind so Gedanken von euch, die unangenehm sind, die nicht, die für euch anstrengend sind? Ein paar Gedanken von euch, die euch schwerfallen, die euch traurig machen, die euch runterziehen. Denn ich mag euch dann auch gern nochmal zeigen, wie wir denn gern auch mit diesen Gedanken, die wir uns dann bewusst machen, zum Gefühl auch wirklich zu einer Klärung kommen. Und das uns auch bewusst machen, also dass diese Gedanken eben Gefühle erzeugen. Schreibt jemand, ich bin faul, ne? Oder ich habe keinen schönen Körper. Nimmt es mal ganz bewusst wahr. Also schreibt ruhig rein, was so Gedanken sind, die ihr über euch denkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Gedanken habe, ich bin zu dick, schreibt da jemand, ich bin keine gute Partnerin. Ne? Also Geld macht die Leute schlecht. Sehr gutes Beispiel auch, Hannah. Ne? Dann hast du ein sehr zwiespältiges Verhältnis natürlich auch zum Geld. Ne? Ich bin beziehungsunfähig, auch so ein Klassiker, so ein Gedanke. Ne? Und Judith zieht immer wieder Menschen an, mit denen sie wirklich sagt, siehst du, hat er wieder nicht geklappt. Wahrscheinlich liegt es an mir. Natürlich, liebe Judith, bist du die Konstante in all diesen Beziehungen, die du gelebt hast. Aber es geht um deine Gedanken. Also nehmen wir einfach so einen Gedanken mal heraus. Ich bin es nicht wert. Ne? Ich bin es nicht wert. Ich bin nicht wertvoll zum Beispiel. Und wenn ich euch jetzt was raten darf oder eine Idee mitgeben darf, wenn ihr einen Gedanken erhascht, der ja sehr negativ ist, den ihr über euch denkt, dann haben wir mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Einen, der mir gut tut und den ich immer wieder auch in meinem Alltag praktiziere, ist der, ihn wirklich bewusst zu fühlen.
Denn ich weiß, dass ein Gedanke wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich bin zu dick, ich bin zu sensibel oder was auch immer, dieser Gedanke löst natürlich auch Emotionen in mir aus. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich mich einfach traurig oder allein oder unglücklich fühle. Und dahingehend lade ich euch einmal ein, es auch mal selber für euch dann auszuprobieren. Aber ich mache es euch einmal ganz bewusst vor. Denn ich nehme meinen Gedanken, zum Beispiel diesen, ich bin wertlos, ne? Ich bin nichts wert. Und ich kenne diesen Gedanken auch, meine Liebe. Dann schließe ich mal meine Augen und denke einmal ganz, wie wir es vorher auch gemacht haben, denke einmal ganz bewusst diesen Gedanken. Ich bin wertlos. Und dann gehe ich einmal ganz bewusst in dieses Gefühl hinein, was jetzt auftaucht. Ihr könnt auch alle mitmachen, ich bin wertlos. Und da gehen bei mir richtig die Schultern runter. Ich merke richtig, ich will mich verstecken. Ich bin wertlos. Und dann fühle ich mich schwer. Und dann fühle ich mich klein. Und dann lasse ich die Arme hängen. Dann lasse ich die Mundwinkel hängen. Es wird alles schwer. Und ich spüre in meinem Körper Schwere und er macht mich traurig. Andere Menschen kann er auch wütend machen. Mich macht er jetzt traurig. Ihr könnt es auch in den Chat reinschreiben. Jeder fühlt bei einem Gedanken was anderes. Der Gedanke, ich bin nichts wert, kann dir auch Angst machen. Ich, von meinem Beispiel her, ich sage jetzt, er macht mich traurig, er zieht mich eher runter und ich merke, mein Körper wird schwer. Andere spüren vielleicht eine Wut und die spüren eher einen Druck in sich. Das ist was anderes. Jeder ist da individuell, jeder denkt und fühlt anders. Ne? Das ist ganz wichtig auch zu verstehen, nicht jeder muss es da gleich gehen. Und diesen Gedanken einmal ganz bewusst wahrzunehmen, ich bin wertlos. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich nehme diesen Gedanken, ich bin wertlos, ich fühle ihn ganz bewusst. Ich atme mal ganz bewusst hinein. Und jetzt sage ich einen ganz, ganz wichtigen Satz, in dem ich sage, ich darf mich jetzt einfach mal so fühlen. Ich sage dem Gefühl, dass es da sein darf. Die Trauer darf da sein. Das Gefühl der Wertlosigkeit darf da sein. Ich gebe dem Gefühl Raum. Ich atme hinein. Ich lasse den Bauch schwer werden. Und wenn ihr das macht, 2, 3, 4 Minuten, wir machen es gleich im Anschluss, werdet ihr merken, es wird leichter. Ich mag euch wirklich einladen, es euch bewusst zu machen. Und jetzt lade ich euch mal ein. Wir nehmen genau diesen, ich bin wertlos. Macht nochmal alle mit. Jetzt gehen wir tiefer rein und wir schauen uns ganz genau an. Macht nochmal alle mit. Schließ deine Augen und nimm den Gedanken einmal ganz bewusst wahr. Ich bin wertlos. Ich bin nicht gut genug. Du kannst ihn auch für dich noch ein bisschen ersetzen mit einer anderen Nuance, wie er für dich stimmiger ist. Ich bin wertlos. Und jetzt atme mal hinein in diesen Gedanken und nimm deinen Körper wahr. Wie er schwerer wird oder wie er sich verändert, wie er sich vielleicht auch zusammenzieht und eng wird oder voller Druck wird. Ganz egal, was du wahrnimmst, du hast recht. Du hast recht. Nimm wahr, wie er sich anfühlt. Der Gedanke, spür ihn, den Gedanken. Und nimm auch das Gefühl wahr. Nimm die Trauer wahr. Und sag dir auch mal, ich darf jetzt traurig sein. Das kannst du auch, wenn du alleine für dich bist, wir haben alle stumm geschalten, kannst du auch mal ganz laut für dich aussprechen. Ich darf mich jetzt mal so fühlen. Es ist in Ordnung. Atme. Streng dich nicht an, kämpf nicht dagegen an, versuch nicht irgendwie positive Gedanken darüber zu schütten, sondern denk ihn jetzt mal ganz bewusst, ich bin wertlos. Und jetzt atme hinein, gib dem Gedanken Raum, fühl ihn. Und jetzt lade ich dich ein, sag ja zu dem Gefühl, das er auslöst. Sag ja zu deiner Trauer. Sag ja zu deiner Angst. Sag ja zu deiner Wut oder was auch immer jetzt auftaucht. Ja, ich darf mich so fühlen. Ich bin in Ordnung, wenn ich mich manchmal wertlos fühle. Und es ist in Ordnung, manchmal die Trauer zu fühlen. Spür das. Sag ja zu dem Moment, der jetzt da ist, denn er ist jetzt da. Das ist der Moment, das ist die Gegenwart.
Geh nicht in die Vergangenheit, was vor 3 Wochen war, alles, was wertlos war. Geh nicht in die Zukunft, was alles noch kommen wird. Bleib im Jetzt und fühl den Gedanken. Spür ihn ganz bewusst. Gib ihm Raum, denn er wünscht sich schon so lange von dir gehört und wahrgenommen zu werden. Und sag ja, ich darf mich so fühlen. Bring Liebe in diesen Moment. In dem Moment, wo du ja sagst zu dem Gefühl in dir, geschieht etwas in dir. Es wird milder und weicher. Und wenn du magst, dann nimm mal den Handrücken und streichel dir liebevoll über die Wange und sag, es ist okay. Es ist okay, mich traurig zu fühlen. Es ist in Ordnung, Angst zu haben. Ich darf wütend sein. Streichel dich liebevoll, wenn du magst. Oder entsprechende Körperstelle. Ich darf mich so fühlen. Es ist völlig in Ordnung. Und darfst du die Augen wieder aufmachen. Und ihr könnt mal reinschreiben, was ihr jetzt fühlt in euch. Was ihr vielleicht jetzt wahrgenommen habt. In dieser kleinen Mini-Mini-Meditation. In dieser kleinen Übung, in dem ihr dem Gedanken einmal Raum gegeben habt. Ja? Danke, es kam Trauer hoch, es kamen Tränen hoch. Völlig in Ordnung, Alexander. Es ist in Ordnung, traurig zu sein. Erlaubt euch die Tränen. Ich mag euch Mut machen wieder zu euren Gefühlen. Es ist völlig in Ordnung. Ich freue mich, wenn jemand weint. Ich freue mich, wenn jemand wütend ist, weil da ist Emotion da, da ist Energie da, die wir oft zurückgehalten haben. Meine Schreiben, ich bin erleichtert, ich fühle Weichheit, Liebe. Die Tränen wurden leichter. Genau, es geht um die Erleichterung, ihr Lieben. Es geht um die Erleichterung und wichtig ist, dass ihr dem Gefühl, das der Gedanke auslöst, Raum gebt. Und nur für ein paar Minuten, nur für ein paar Minuten. Das Wichtige war, wir haben in diese, jetzt bei dem Beispiel von mir, in diese Energie, dem traurigen, schweren Gedanken, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug, haben wir die hohe Energie Liebe gegeben. Und wann war das? In dem Moment, als wir Ja gesagt haben. Ja. Macht auf. Ja, du darfst so sein. Ja, ich bin richtig so. Ja, ich bin in Ordnung so. Ab da geht dein Herz auf. Ab dem Moment wird es leichter. Und da mag ich euch wirklich einladen. Bringt in eure Energien all diese Gefühle, die ihr habt, die Liebe hinein, indem ihr einfach euch nur immer wieder sagt, es ist in Ordnung, mich so zu fühlen. In unserer deutschen Sprache ist das gar nicht so ganz gut. Wir sagen ja oft, ich bin traurig oder ich bin wütend. Damit identifizieren wir uns mit unseren Gedanken. Wir sind aber nicht unsere Gedanken. Wir fühlen Gedanken. Das muss euch bewusst werden. Wenn ihr sagt, und ich übe das für mich immer mehr, weil es hört sich ganz anders an, ob ich sage, ich bin wütend oder ich fühle Wut oder ich fühle mich wütend. Versteht ihr? Da passiert sofort eine Entidentifizierung. Na, wenn wir sagen, ich bin wütend, dann werden wir zu dem Knäuel und wir kommen nicht mehr raus. Aber wenn wir erkennen, ich fühle Wut, ich fühle Traurigkeit, bin und bleibe ich das Wesen Monika und mache gerade eine interessante Gefühlserfahrung von Trauer, von Wut, von Angst. Damit bleibe ich in mir stehen, aber ich kann lebendig wahrnehmen, oh, was los ist schon in meinem Körper, ist eine ganze Menge los, viele Achterbahnen fahre ich, auch heute. Aber ich fahre rein und wieder raus und genau um das geht es. Bringt Liebe hinein. Und immer wenn ihr euch überfordert fühlt, nicht gut genug fühlt, viele haben geschrieben, fett fühlt, dick fühlt, nicht schön genug fühlt, erlaubt euch, euch mal so zu fühlen. Es ist in Ordnung, euch so zu fühlen. Weil wir wollen immer dagegen ankämpfen. Ich sollte mich doch anders fühlen. Ich sollte doch glücklich sein. Ich sollte doch zufriedener sein. Nein, wenn du es im Moment nicht bist, sei milde mit dir. Und erlaube es dir, erlaube genau die jetzt zu sein, die du gerade bist. Erlaube dir, das im Moment auch wirklich zu fühlen. Das ist für mich eine Herangehensweise, die ich in meinen
ja, meinem Leben mehr und mehr kultiviert habe und bis heute mich immer wieder dabei ertappe. Ich werde nachher noch ein bisschen dazu sagen, wie wir mit Gedanken noch umgehen können. Aber es ist für mich die, wo ich merke, die nehme ich dann heran, wenn ich so einen Grundsatzgedanken, so eine Überzeugung gefunden habe, ne? Über mich, wo ich einfach immer wieder denke. Also wenn ich merke, der Gedanke, den habe ich jetzt schon oft über mich gedacht oder über mein Leben, dann gehe ich mir ganz bewusst hinein, denn unsere Gedanken haben auch eine Botschaft an uns. Sie wollen uns etwas erzählen. Lauschen wir ihnen auch und lauschen dann den dahinterliegenden Gefühlen, die ja wir uns auch selten erlaubt haben zu fühlen. Denn das ist ja so etwas, dass wir immer wieder gemerkt haben, in der Kindheit wurde uns ja oft auch mal, wenn ein Kind wütend ist, sagen wir in der Regel, hör auf damit. Warum? Weil wir es selber nicht aushalten. Quasi drehen den Hahn dort ab, hör auf, so wütend zu sein, damit es mir auch besser geht. Ne? Und es ist wichtig und eine wertvolle Erfahrung und wirklich da gut bei sich zu bleiben und zu erkennen, ja, hier werde ich gerade getriggert. Ne? Mein Kind sendet auch gerade Energie aus und ich reagiere darauf. Und so war es bei dir natürlich auch in der Kindheit. Also dir wurde ganz schnell gewisse Gefühle abtrainiert. Wenn du traurig warst, oh, musst doch nicht traurig sein. Ne? Wenn du wütend warst, reiß dich zusammen. Wie soll das gehen? Ne? Es ist Energie. Also wir haben ganz früh auch gelernt, neben dem, dass wir gewisse Gedanken von unseren Eltern übernommen haben, haben wir auch übernommen, gewisse Gefühle sind nicht erwünscht. Und wenn ich eben Mama und Papa bei Laune halten möchte, dann sollte ich möglichst wenig wütend sein. Habe ich zum Beispiel als kleine Moni gelernt. Muss ich möglichst oft brav sein und den Teller leer essen und sauberes Kleidchen mit nach Hause bringen vom Kindergarten. Also dort einfach zu erkennen, dass wir dort wichtig ansetzen können, wenn wir wieder unsere Gefühle ganz bewusst fühlen. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Einblick hineingeben dürfen, weil Gefühle sind mir so wichtig und auch in den ganzen Transformationstherapie-Seminaren sind die sehr, sehr wichtig. Das zentrale Thema sind immer unsere Gefühle. Denn die machen das Leben lebenswert, die machen es bunt und lebendig, aber die scheinen es auch manchmal schwer zu machen, wenn wir sie eben nicht bewusst fühlen. Also wichtig für euch, du bist nicht deine Gedanken, du denkst Gedanken, aber du bist nicht deine Gedanken und du bist nicht deine Gefühle. Du nimmst Gefühle wahr, du spürst sie in deinem Körper, aber du bist nicht deine Gefühle. Und wenn du dich jetzt wertlos fühlst, dann fühlst du dich wertlos, aber du bist es nicht. Merke den Unterschied, erkennt es. Es sind feine Nuancen, aber es macht ganz viel mit unserem Energiekleid. Ich mag euch heute aber nicht nur über die Gefühle und die Gedanken erzählen, sondern euch auch zeigen, wie wir ja auf eine ganz zauberhafte Art und Weise mit Gedanken umgehen können. Das kann ich euch gern anhand auch der nächsten Folie zeigen, denn ich bin ein großer Fan von der Arbeit von Byron Katie. Ich gebe seit vielen Jahren The Work Seminare nach Byron Katie, eine Amerikanerin, die eine wunderbare Arbeit in die Welt gebracht hat, indem wir unsere Gedanken uns bewusst machen und indem wir unsere Gedanken ja einmal hinterfragen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, indem wir nochmal, vielleicht nochmal kurz zurück, Jenny, ich mag nochmal kurz was sagen und dann die Folie nochmal. Ich mir glaube nochmal wichtig, das zuerst zu sagen, danke dir. Weil wir haben einen Gedanken, das hat Byron Katie auch herausgefunden. Und jetzt ist es wichtig, dass wir den Gedanken, den haben wir bisher immer so als, der ist wahr. Ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, ich bin zu dick, ich bin zu unsensibel oder was auch immer ihr jetzt vorher alles auch geschrieben habt. Ich bin keine gute Mutter oder ich bin zu faul, hat vorher jemand auch geschrieben. Ne? Das sind alles Gedanken und wir haben die auch immer geglaubt. Ne? So ist es. Ne? Weil ja auch früher schon unser Gott, Mutter, Vater, die ja wie Götter waren, das ja auch schon so gesagt haben und geglaubt haben. Ne? Arbeit ist schwer, ne? Denke ich das heute auch. So. Und Byron Katie hat herausgefunden oder gibt mit The Work eine schöne Arbeit uns, dass wir die Gedanken mal hinterfragen. Und das ist ganz spannend, einen Gedanken mal zu hinterfragen mit vier Fragen, die ich jetzt euch gleich vorlesen werde, weil es geht darum, wir haben einen Gedanken. Zum Beispiel der Gedanke, ich bin nicht gut genug. Der liegt jetzt in der Waagschale, ne? Und der ist schwer und den glauben wir. Von dem sind wir überzeugt. Und scheinbar haben wir bisher auch immer alles angezogen, das uns wieder bestätigt hat. Das Leben strebt ja auch oftmals dann, wir sehen ja auch immer die Bestätigung über die Scheuklappen, die wir uns angezogen haben. Ich bin nicht gut genug. Also ist der Gedanke schon schwer verankert und ja, das ist fast schon eine Überzeugung geworden.
Und jetzt geht es darum, mal den Gedanken zu hinterfragen und sich die Frage nur zu stellen. Und nur die eine Frage schon, wenn ihr nur die heute mitnimmt. Ist der Gedanke wahr? Ist der Gedanke wahr, ich bin nicht gut genug? Hm? Jetzt kommt die Rübe, der Kopf. Ein bisschen ins Schwanken. Hä? Wie jetzt? Natürlich, oder? Hä? Was? Und das ist schon eine schöne Sache, die jetzt passiert. Denn etwas, was bisher scheinbar in Stein gemeißelt war und scheinbar vorher immer geschrieben, beziehungsunfähig, ne? Oftmals scheinbar auch dann wieder bestätigt bekommen. Ja, du bist die Beziehungsunfähige, ne? Stopp. Ich weiß, wer es vorher war, glaube Judith oder so hieß sie, ich weiß nicht mehr. Ich bin beziehungsunfähig? Ist das wahr? Stellt euch einmal diese Frage. Oder vorher jemand geschrieben, ich bin faul. Ist das wahr? Ich bin faul? Ist der Gedanke wahr? Ich bin faul? Merkt ihr, da kommt was ins Schwanken. Nehmt mal euren negativen, minderen Gedanken und stellt euch mal nur diese eine Frage. Da passiert was in euch. Passiert Verwirrung. Und das ist schon mal gut, wenn der Kopf endlich verwirrt wird, der bisher immer so gedacht hat. So ist es, so ist es. Und jetzt passiert Verwirrung. Aber Baron Katie geht noch weiter. Sehen wir jetzt gleich auf der Folie. Danke, Jenny. Sie fragt nämlich weiter, sie fragt, kannst du dir absolut sicher sein, dass der Gedanke, ich bin nicht gut genug oder ich bin faul, ich bin beziehungsunfähig, wahr ist? Kannst du dir absolut sicher sein? Und wir meinen hier wirklich absolut, nicht nur ein bisschen. 99,9% heißt nein. Wirklich 100%. Kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du faul bist? Jetzt sieht's ein bisschen anders aus. Viele kommen hier ins Schwanken und es ist gut, weil wir haben bisher sehr generalisiert gedacht. Ne? So ist es. Die dritte Frage, wie reagierst du, wenn du den Gedanken denkst? Da geht Byron Katie auch ins Gefühl, wie wir es vorher auch gemacht haben. Fühl mal den Gedanken, nimm mal wahr, ne? Nimm den Gedanken mal wahr, was löst er für ein Gefühl aus? Und jetzt, und das ist das Pfiffigste überhaupt, was Byron Katie hier mit reinbringt, nämlich eine Als-ob-Frage. Als ob. Tu mal so, als ob du den Gedanken nicht denken könntest. Also, sie fragt dich, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Stell dir mal vor, du könntest den Gedanken, ich bin faul, nicht denken. Stell dir mal vor, du könntest, und ich meine jetzt genau dich, wie du das vorher geschrieben hast. Stell dir mal vor, du könntest den Gedanken, ich bin beziehungsunfähig, nicht denken. Wie würdest du in die nächste Beziehung gehen? Wie würdest du den nächsten, ich weiß nicht, ob es Mann oder Frau war, ich weiß es nicht mehr, aber wie würdest du den nächsten Menschen daten? Wer wärst du ohne diesen Gedanken, ohne den Gedanken, ich bin wertlos? Und ihr werdet spüren, könnt ihr einen Chat reinschreiben, frei, es wäre anders. Und es ist doch bezaubernd, wenn wir mal für einen Moment so tun könnten, den Gedanken nicht zu denken und es fühlt sich sofort anders an. Und dann geht es natürlich auch darum, einen neuen Gedanken zu finden. Und bei diesem Gedanken, ich bin nicht gut genug, könnten wir einen neuen Gedanken finden, der heißen könnte, ich bin gut so, wie ich bin. Oder ich bin manchmal gut genug und manchmal nicht gut genug. Beides. Ja, versteht ihr? Danke für die Folie. Es geht um das, dass ihr das erkennt, dass ihr habt Varianten. Und wir denken immer so, ich bin faul, so immer und nein, du bist nicht faul, ne? Vielleicht bei dieser einer Sache oder in diesem Bereich, aber du denkst generalisiert, ich bin faul, ne? Und das ist wichtig, ne? Und da war ja auch, glaube ich, weiß nicht, ob das die Person war, unter den Gedanken fühle ich mich frei, ob die das war mit dem beziehungsunfähig, aber ich finde das ganz wichtig. Nehmt mal den Gedanken und spielt damit. Stellt euch mal diese vier Fragen. Also ich mache ja dafür auch das The Work Seminar. Das findet auch im Februar statt. Wer da noch Lust hat, dabei zu sein, mag ich herzlich einladen. Dann da zeige ich euch nochmal, was ich euch jetzt nur ganz schnell gezeigt habe, wie wir mit diesen vier Fragen und einer Umkehrung wirklich ein neues Denken erschaffen können. Aber ich wollte euch diese vier Fragen einfach mal mitgeben und dass ihr erkennen könnt, hey, wir können unsere Gedanken wir können unsere Gedanken bewusst fühlen, wie wir es vorher gemacht haben. Es wird leichter dadurch. Wir merken, es kommt Erleichterung rein, es kommt Weichheit rein, haben viele im Chat geschrieben. Wir können unsere Gedanken überprüfen. Aha, wir können sie mal
Hinterfragen, einfach mal nur hinterfragen. Ist es denn wahr, was ich hier denke? Sieh, ich kann mich manchmal in der Küche beim Gemüseschnippeln ertappen. Also diese Gedankenmaschine läuft ja bei mir auch den ganzen Tag, ne? Und ich höre mir nur sehr gut zu. Ich kann da schnippeln, die Karotten schnippeln und dann denke ich auf einmal irgendwie, ach, ich bin nicht gut genug. Stopp, ne? Und dann kann ich entweder ganz klar sagen, Moment, wo kommt denn der Gedanke her? Ne? Oder ich kann den Gedanken anhalten, da komme ich nachher noch dazu, es euch zu erzählen, wie wir das machen können. Aber wir haben mehrere Varianten. Und eben eine Variante, die ich seit, ja, 20 Jahren wirklich in meinem Leben habe, ist diese mit der Work, wirklich diese Gedanken zu überprüfen. Und wir kommen auf sehr, sehr pfiffige und kreative neue Gedanken. Und dann geht es darum, diese neuen Gedanken natürlich auch mit Leben zu füttern. Weil einfach nur ein schöner Gedanke ans Post-it irgendwo, als Post-it irgendwo an den Badezimmerspiegel geklebt, bringt dir noch nichts. Sie müssen dann diesen Gedanken auch mit Leben füllen und ihn wirklich auch spüren. Also er muss uns auch wirklich, ich sag mal, durch Mark und Bein gehen. Ne? Er muss uns wirklich treffen. Ja. Und für mich könnte zum Beispiel dieses, ich bin nicht gut genug, wenn wir mit The Work dahin kommen, dann auch wirklich reingehen, ich bin, wie ich bin, so wie ich bin, bin ich gut genug. Oder eben wirklich beides zu sagen, ja, ich bin, oder die andere Person vorher, ich bin faul, wäre auch eine andere Erklärung oder eine andere Variante wäre, ich bin fleißig. Ja, es stimmt beides. Du bist faul, ich bin auch manchmal faul. Ja, alle, wir alle sind manchmal faul. Und wir sind auch fleißig, beides. Und damit wird es viel weicher. Wir sprengen unsere Scheuklappen. Wir öffnen die Augen. Wir reißen die alten Brillen von unserem Kopf und erkennen, wow, wir sind so und noch viel mehr. Ja, es mag sein, dass ein Teil von dir vielleicht Schwierigkeiten hat, in der Beziehung, dich vielleicht einzufühlen. Aber es hat einen Hintergrund. Das mag ich dazu schon nochmal sagen. Aber du bist weitaus mehr als das. Ne? Und deswegen nehmt wirklich diese Scheuklappen auf, weg und fangt an, neu zu denken, größer zu denken und nicht nur diese kleinen, ne, gebetsmühlenartigen Gedanken, sondern wirklich open mind. Ja, ich mag noch zur letzten Folie kommen und euch dann nochmal vielleicht einen Input geben, dass ihr das euch bewusst machen dürft, dass wir mehrere Möglichkeiten haben, um mit Gedanken eben umzugehen. Als ersten wichtigen Schritt haben wir heute schon mehrfach gehört, werde dir deiner Gedanken bewusst. Also es muss dir erstmal klar werden, dass du zuhören musst, diesem Gedanken, diesem Denker da oben in deinem Kopf. Dem musst du zuhören, lauschen, was denn der für eine Schallplatte drauf hat. Und hör vor allem, was so die, sag ich jetzt mal so, die Platz 1, 2 und 3 sind. Also die Gedanken, die immer wieder kommen, die Hitparade, die du immer wieder denkst über dich, über das Leben oder über die anderen. Ne? Werde dir deiner Gedanken bewusst. Ne? Also es lade dich sowieso ein in ein bewusstes, ne? In ein bewusstes Leben. Dann natürlich auch als wichtiger Punkt, übernimm die Verantwortung für deine Gedanken. Es sind deine Gedanken. Ich denke meine Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Ne? Also ich kann hier sitzen. Ich kann jetzt euch etwas erzählen. Ich kann aber irgendwie jetzt auch im Hinterkopf denken, ich bin scheiße, ich bin nicht gut genug, ich bin hässlich, ich bin fett. Das geht, ne? Aber mach's dir bewusst, dass ich nicht meine Gedanken bin, ne? Ich bin nicht meine Gedanken. Ich kann Gedanken denken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Und wichtig auch, dass du die Verantwortung übernimmst für deine Gedanken, dass du sie denkst. Du hast sie auch übernommen von Mutter, Vater, ganz klar, aber du hast sie auch immer wieder weitergedacht. Und wichtig ist schon auch zu sagen, wir wollen keine Elternschelte begeben und sagen, weil deine Eltern so waren, du bist kein Produkt deiner Eltern. Ne? Du hast gewisses Gedankengut von deinen Eltern übernommen, ganz klar, aber du bist kein Opfer deiner Eltern. Ne? Du bist weitaus mehr. Du kannst heute ein komplett anderes Denken dir erzeugen. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Punkt Nummer drei, auch für mich wichtig, glaub nicht alles, was du denkst. Also überprüfe deine Gedanken. Stell deine Gedanken mal in Frage. Ja? Also das einfach so, du kannst denken, du bist nicht gut genug, aber glaub's nicht. Könnte man auch dazu sagen. Also stell sie mal in Frage, wie mit The Work, wie es jetzt gerade eben für euch so einen kleinen Abriss jetzt gerade auch gesehen haben.
Punkt 4 habe ich vorhin schon mal ein bisschen erwähnt. Ich kann in der Küche stehen und irgendwie in Gedanken denken oder ich kann auf dem Spielplatz sein mit meiner Tochter und Gedanken irgendwie so aufschnappen und über mich denken oder auch über meine Tochter oder über eine andere Mutter auf dem Spielplatz. Stopp. Ich kann mich da richtig wie so eine, in so einer Negativspirale dann hineindrehen und irgendwie, ihr kennt vielleicht alle die eine spannende Geschichte vom Paul Watzlawick aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein, die mag ich euch kurz erzählen. Vielleicht mag Jenny kurz zurückmachen, die mag ich euch gerne kurz erzählen, dann kommen wir gerne nochmal zu der Folie zurück. Denn das wird es auch nochmal so klar. Stell dir mal Folgendes vor, auch da die Macht unserer Gedanken. Da will ein Mann ein Bild aufhängen, ne? Und er merkt, oh, ich habe keinen Hammer. Ne? Und dann denkt er sich, ah, ich habe doch meinen Nachbarn erst vor kurzem, bei einem Nachbarn erst kürzlich mit einem Hammer gesehen. Also gut, zieht er sich seine Schuhe an, geht über den Garten rüber zum Nachbarn. Während dem Hinlaufen fällt ihm ein, Moment, der hat mich gestern gar nicht gegrüßt. Irgendwie ist der allgemein merkwürdig geworden in letzter Zeit. Ne? Und letzten Sonntag ist er auch ganz schnell ins Haus gegangen und hat gar nicht rüber geschaut. Merkwürdig, vielleicht mag mich mein Nachbar gar nicht so. Ist komisch. Und er läuft zum Nachbar über die Terrasse, dann hin, klopft an der Tür. Der Nachbar macht die Tür auf und der Mann sagt, behalten Sie doch Ihren blöden Hammer! Verstehst du? Dieser Mann hat sich, während er zum Nachbar runterlief oder rüberlief, in eine negative Gedankenspirale hineingedacht und hat sie geglaubt. Er hat gewisse Beobachtungen interpretiert, das tun wir ja eh, ne? Interpretiert, vielleicht hat der Nachbar Kopfschmerzen gehabt und hat ihn deswegen nicht gegrüßt, wir wissen es nicht. Aber der Mann hat eben mit der Gedankenspirale sich verfangen und hat reagiert, hat seinen Nachbar beschimpft. Ne? So, dort sehen wir, wir müssen Stopp machen, Stopp, Moment, ne? Wo will mein Gedanken, ja, mein Gedankenrad gerade hin, mein Gedankenkreisel, wo will mich die Gedankenspirale gerade nach unten drehen? Stopp, und das können wir. Manchmal können wir wirklich unsere Gedanken stoppen, manchmal können wir auch es mit einem Knall machen, wir brauchen manchmal auch wirklich ein Hörbares oder auch manchmal kann man sich auch kurz innerlich kneifen oder irgendetwas machen, um so ein Schüttler sich zu haben, um zu merken, stopp, ich denke neu. Ja? Dann nochmal zurück zur Folie, weil wir haben noch zwei Punkte, die ich euch gern mitgeben mag. Und fühle die Gedanken, ne? Das habe ich ja vorher mit euch gemacht. Da habt ihr gemerkt, wenn wir bewusst reingehen, unsere Gedanken bewusst fühlen, können wir auch vielleicht erkennen, was sie für eine Botschaft haben. Ne? Wir haben uns vielleicht nicht erlaubt, traurig zu sein. Oder die Gedanken zeigen uns, dass wir uns bisher nicht wertvoll fühlen. Oder die Gedanken haben eine Botschaft an uns, dass wir uns mehr um unser Selbstbewusstsein kümmern dürfen. Und. Also fühle deine Gedanken. Ne? Man könnte aber auch andersrum sagen. Man könnte auch sagen, immer dann, wenn du dich traurig oder klein oder minderwertig fühlst, könntest du dir die Frage stellen, was habe ich gerade gedacht? Auch so herum kann ich es oft im Alltag wahrnehmen, dass ich irgendwie merke, ich habe irgendwo so eine komische Energie in mir, dann merke ich, stopp, Moni, was habe ich denn gerade die ganze Zeit gedacht? Und dann komme ich mir auf die Schliche. Aha, ich habe über das und das und das nachgedacht und habe es auch in eine Gedankenspirale mich hineinmanövriert. Okay? Also werdet euch dessen bewusst. Und dann natürlich, denk neu, vielleicht mit der Methode von The Work. Fühle dadurch neu. Und natürlich dadurch handle neu. Dankeschön. Also, das ist mir so wichtig für euch als mehrere Varianten und Möglichkeiten. Wir haben natürlich noch mehr Möglichkeiten, aber ich wollte vor allem jetzt die herausnehmen mit unseren Gefühlen, dass wir uns unserer Gefühle bewusst werden wieder und die natürlich auch mit The Work, weil ich ein sehr, sehr großer Fan bin von dieser Arbeit und eben ja auch daher die Seminare ins Leben rufe, weil ich einfach es so wichtig finde, dass wir uns unsere Gedanken bewusst werden und auch sie mal hinterfragen und eben nicht einfach alles glauben, was wir den ganzen Tag so denken. Ja, meine Lieben, das mal so weit in der Schnelle. Ich hoffe, ich war nicht zu geschwind. Mein Name macht mir mal Ehre. Ich bin manchmal sehr schnell. Aber ich wollte euch so viel mitgeben und wird jetzt, wir haben ein bisschen über der Zeit,
Aber ich würde trotzdem gern noch in eine Runde hineintauchen, in der wir vielleicht ein paar Fragen beantworten. Ich habe ein paar Fragen von euch auch gerne beantwortet. Also wenn ihr noch Zeit und Muße habt, dann bleibt noch dabei. Dann kann ich vielleicht noch so, ja, 10 Minuten, Viertelstunde, vielleicht noch ein paar Gedanken mit euch austauschen. Ihr könnt eure Fragen stellen, ihr könnt eure Gedanken mit mir teilen oder dazu etwas gerne sagen. Und da mag ich euch einladen gerne. Ihr habt Zoom, ihr habt unten die Möglichkeit, die Hand zu heben. Und dann wird die Jenny euch dazu hinzufügen und dann kann ich mit euch in Kontakt gehen und sprechen. Und wichtig wäre, weil wir doch viele Menschen sind, dass eure Frage einfach auf den Punkt bringt, dass wir die Frage auch erkennen können und dann dadurch auch beantworten können. Genau. Jetzt lädt sich gerade von Daniela, wo findet der Workshop statt, also wo findet das Seminar statt? Das findet statt am schönen Bodensee. Ja, also ihr könnt das über die Homepage von Robert Beetz könnt ihr das mehrere Informationen dafür bekommen. Kann ich euch herzlich dazu einladen. Es ist ein Seminar, in dem viel gelacht wird, viel geweint wird, weil einfach viel bewusst wird. Ne? Und ich selber bin ja einfach auch jemand, der ja sehr, sehr emotional. Ich liebe es, Gefühle herauszufiltern und zu erkennen. Und ich liebe es, eben Menschen wieder zu ermutigen, Gefühle zu zeigen, traurig zu sein, wenn sie traurig sind, Ängste zu zeigen, wenn sie ängstlich sind, wütend zu sein, wenn sie wütend sind. Ich träume von einer Welt, in der wir wirklich wieder bunt sein dürfen, wie die Kinder, denen wir es doch so, so früh abtrainiert haben. Und wenn du heute Mutter bist, dann wünsche ich mir, dass du es vielleicht anders machen darfst. Da hat die Jutta hat die Hand gehoben. Vielleicht mag Jenny sie dazu fügen. Schön, Jutta, dass du den Mut hast. Danke dir, eine Frage zu stellen. Hallo, Jutta. Ja, hallo. Ja, und zwar möchte ich gern mal deine Erfahrung haben oder beziehungsweise mir einen Rat geben. Ich habe festgestellt, dass ich über andere ein bisschen negativ denke. Und zwar geht es darum, ich denke so unterschwellig, meine Leistung, die ich gerade anbiete, möchte ja eh keiner haben. Und diese Resonanz bekomme ich auch wiedergespiegelt. Du bist selbstständig und bittest etwas an? Genau. Und merke aber, dass ich so unterschwellig das ausstrahle. Das möchte ja sowieso keiner haben. Richtig. Und wie kann ich jetzt mein Denken da verändern? Du denkst hier gar nicht negativ über die anderen, na, die nicht kommen, sondern du denkst erstmal über dich, dass du gar nicht das anziehen kannst. Na? Du bist nicht gut genug, du bist nicht richtig, du hast nicht genug zu geben. Oder es gibt so viele andere, die das ja noch viel besser oder anders können. Na? Das sind deine Hauptgedanken. Also da geht es meiner Meinung nach, Jutta, sehr um deinen Selbstwert, dass du dir noch nicht wirklich bewusst bist, wie gut du in deinem Tun bist, was du tust, ne? Dass du was zu geben hast, da ist so ein Stück weit ein Minderwert da, eine Kleinheit vielleicht einfach auch, die dir immer wieder auch in die Suppe spuckt. Ne? Und das ist so, da kannst du einen tollen Flyer drucken. Ich kenne so Menschen, ich Genau. hab viele Zeit lang haben wir auch viele Selbstständige begleitet, die haben einen tollen Flyer, ne? Schicke Homepage, aber es kommt niemand. Ne? Weil das nach außen, du rufst zwar nach außen, komm zu mir, ne? Aber der Nachsatz ist, aber ich glaube, ich kann es nicht gut genug. Ne? Das kommt Ah, auch. okay. Das ist ja emotional noch mehr, wirkt wahrscheinlich mehr, weil es emotional so ein Stück weit mehr Gewicht hat. Ne? Ich habe was zu bieten, ich bin gut, aber vielleicht nicht zu gut. Das ist emotional, der Satz, ne? Der zweite, und der fällt ins Gewicht. Wir müssen anfangen, den zu füllen, also dass du mehr an Selbstbewusstsein kommst, dass du dich mehr und klarer siehst. Aber wir müssen auch dürfen, du musst gar nichts, liebe Jutta, du darfst, aber auch lösen, wie kam es dazu, dass du so negativ, so klein machen und minderwertig über dich denkst. Wir könnten auf beiden Seiten hinschauen. Also wir können schauen, wie kommst du mehr in deine Größe, ne, indem wir mehr einfach auch, dass du dir deine Fähigkeiten mehr bewusst wirst, dass du dich einfach selber mit positiven Sätzen vielleicht auch bestärkst. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und die andere Chance ist natürlich aber auch, dass du anschaust, hey, warum denke ich so negativ über mich? Und da mag ich dich einfach schon fragen, wer hat dir es nicht zugetraut? Wer hat schon in Vergangenheit gesagt, du schaffst nicht, du bist nicht gut genug? Okay. Ist das klar? Ja. Geht es darum, ne? Dann geht es darum.
Ne? Ja. Und danke dir, Jutta. Ne? Also da geht es darum, bei Jutta oder bei vielen, es geht jetzt nicht darum, irgendwie, meine Eltern waren schuld oder mein Vater oder meine Mutter war schuld, sondern ja, die haben einen Grundschein, die haben das Potenzial vielleicht nicht erkannt, weil sie ihres auch nicht erkannt haben. Ne? Das ist den Eltern nicht vorzuwerfen, aber sie haben es aus ihrer Art und Weise vielleicht immer wieder auch der Jutta mit übergeben und sie glaubt es heute. Deswegen würde ich dich wirklich einladen, Jutta. Arbeit für dich jetzt mit dieser Person, ich schätze mal, dass es Mutter oder Vater waren, du nix, ja, dass es Mutter oder Vater waren, die diesen Glaubenssätze dir mitgegeben haben. Diesen Rucksack trägst du mit dir, fang an, ihn wirklich sukzessive auszumisten. Kannst du wunderbar auch mit den CDs von Robert machen, na, also mit der Mutter- oder mit Vater-Meditation kannst du sehr, sehr große Erfolge haben. Also habe ich es immer wieder erlebt, dass gerade bei Selbstständigen so wichtig ist, dass sie ein gutes Selbstbild von sich haben. Und ich kann mich ja gut an die Zeit erinnern, als ich mehr mit Selbstständigen gearbeitet habe, habe eine Zeit lang Selbstständige gecoacht. Und habe einfach gemerkt, da geht es immer wieder um unser Mindset, immer wieder um die Gedanken, die wir ausstrahlen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Freude muss natürlich auch machen. Aber ich glaube, Jutta, das hoffentlich macht ihr es, denn das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Danke, Mai. Sonst könnte gern noch jemand anderem noch die Hand heben, wer noch eine Frage hat. Weil, ja, ihr habt jetzt eine Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Und ich denke, es ist wichtig, dass ihr für euch auch wirklich erkennt, dass unsere Gedanken, ne, wie es auch bei Jutta wir gesehen haben, sie strahlt die Gedanken aus und die anderen riechen es. Und Jutta, der Gedanke, ich kann es nicht so gut, der müffelt ein bisschen mehr als der, hey, ich bin toll, ich kann was Wunderbares gerade geben. Ne? Also um den musst du dich natürlich noch ein bisschen mehr dann kümmern. Ja? Ja, war noch eine Frage? Mag jemand noch eine Frage stellen oder war im Chat eine? Sonst kann auch einer vom Team sagen, wenn irgend im Chat eine war, die vielleicht noch wertvoll wäre. Oder traut sich noch mal jemand? Danke, Jutta. Traut sich noch mal jemand? Habt eine Möglichkeit, eine Chance, euch. Die Hanna schreibt, wie kann ich meine Gedanken zu Geld verändern? Das hatten wir ja vorher schon ein bisschen angesprochen. Geld ist eine Währung, hat mit Wert zu tun. Also wir bezahlen ja nie einfach so Geld. Ne? Wir bekommen immer einen Wert zurück. Etwa eine Dienstleistung oder ein Produkt oder eben etwas, was wir bekommen. Und das hat immer mit Wert zu tun. Und wenn du negative Gedanken zu Geld hast, dann ist es wichtig, wo du die vielleicht auch her hast. Vielleicht, also ich zum Beispiel durfte spüren, als ich mich selbstständig gemacht habe, in meiner Familie hat sich niemand selbstständig gemacht. Es war niemand Unternehmer, wir hatten immer auch eher weniger Geld. Und als ich für mich gemerkt habe, ich will meine Größe gehen, ich will Seminare geben, da musste ich meinen limitierenden Gedanken über Geld tatsächlich auch kehren oder verändern, indem ich gemerkt habe, ich, Monika, darf mehr Geld verdienen als mein Vater. Der Gedanke hat mich immer limitiert. Na, er war Hilfsarbeiter und hat wenig Geld verdient und ich konnte nicht in meine Größe gehen. Ich musste wie so eine falsche Loyalität meinem Vater, meiner Familie, meiner ganzen Herkunft gegenüber ablegen, um zu merken, damit ich in meine Größe wirklich auch gehen kann. Also hier würde ich dich einfach bitten, liebe Hanna, finde heraus, woher diese dich behindernden und undienlichen Gedanken kommen und klär es mit dieser Person, ne? Mit diesen Personen oder auch mit diesem Umfeld, die vielleicht ähnlich denken. Und ich weiß nicht, welche Gedanken es jetzt bei dir sind, die auch so sehr negativ sind oder welche Richtung es geht, aber Geld hat oft auch natürlich mit dem Wert zu tun, wie ich eben erzählte, mit der Person, mit der Frau, mit der ich gearbeitet habe, die erst ihren Wert erkennen dürfte und dann natürlich in ihre Größe gehen konnte, weil sie erkannt hat, sie hat Geld bisher immer abgelehnt oder ist notwendiges Übel, Geld ist schlecht, verdirbt den Charakter. All diese Gedanken dürfen überprüft und angeschaut werden. Da, Monika sagt, Babsi möchte eine Frage stellen. Gerne. Keine Hanna. Im Chat steht gerade, dass eine Babsi möchte eine Frage stellen. Babsi, magst du hinzu oder mag die hinzugefügt werden?
Wieso denke ich privat negativ und beruflich denke ich positiv? Ja, das kann ganz einfach zu tun haben, dass du vielleicht einfach ein berufliches Erfolgsfeld hast und einfach da vielleicht so ein Stück weit dich auch nicht. Also, weißt du, im Beruf haben wir in der Regel ein Stück weit mehr Abstand. Wir sind nicht so ganz, nicht immer hundertprozentig authentisch. Ne? Da ist so ein bisschen mehr Abstand, da sind wir nicht ganz uns. Und privat, also ich interpretiere es einfach mal so, Papi, sonst komm einfach rein, dann können wir drüber reden. Das andere ist privat, ist, da kommt mir mein Partner sehr nah, da werde ich gesehen, da werde ich wahrgenommen, da kann ich nicht mich verstecken. Ne? Weil arbeiten tue ich vielleicht frei von 8 bis 5 und dann gehe ich irgendwie von der Arbeit wieder nach Hause und da kann ich mich auch mal kurz verstellen oder verstecken und bin da positiv, aber wenn ich nach Hause komme, fällt da in was in mir zusammen. Und das kann tatsächlich sein, dass es auch beides zusammen miteinander zu tun hat, dass du vielleicht im Beruflichen sehr, sehr viel in den Erfolg und in die Größe gehen kannst und dir auf irgendeine Art und Weise, liebe Babsi, es nicht erlaubst, auch privat Erfolg zu haben. Ich kenne viele Menschen, die tatsächlich hier immer eine Schieflage haben, entweder Glück in der Liebe und dann irgendwo nicht wirklich den Erfolg im Beruf haben oder andersrum. Das ist einfach nur unsere Gedanken, dass wir uns nicht alles erlauben dürfen. Ich darf erfolgreich sein, ich darf Geld verdienen, ich darf glücklich sein und ich darf eine erfüllte Beziehung leben. Also, wieso du das genauso, wieso du das machst, darfst du selber für dich herausfinden. Aber ich denke, dass es positiv für dich wirkt, weil es eben etwas mehr weiter weg ist und das Private ist näher an dir dran und du nimmst dich wahrscheinlich dadurch auch ein Stück weit negativer wahr. Also, ich selber weiß ja auch nur, wie ich über mich denke. Ne? Also, Gedanken sind ja was ganz, ganz, ganz Intimes. Ne? Und wenn ich in der Partnerschaft bin, riecht der halt schon, wie es da den ganzen Tag so riecht. Ne? Und das kann ich weniger umspielen oder weniger verstecken als vielleicht auf der Arbeit. Und das könnte dazu führen, dass wir dann auch hier ein Gefälle haben mit Gefälle haben zwischen positiv und negativ. Und sie schreibt gerade nochmal, ich bin erfolgreich, ich bin beruflich eine viel erfolgreichere, aber da nehme ich mir Kritik nicht so zu Herzen wie privat. Ja, genau. Also das meine ich mit dem Babsi. Das ist genau das, was ich sage. Im Beruf hast du ein Schutzschild da. Ich nehme Kritik nicht so zu Herzen, aber privat trifft es dich. Ne? Und dann geht es genau dahin zu kommen, dich verletzlich zu zeigen, ne? Dir die Verletzung zu erlauben, Kritik, die du bekommst, auch wahrzunehmen. Ne? Und nicht jede Kritik, die ich von anderen bekomme, hat mit mir zu tun. Ich habe schon sehr oft Kritik über mich gehört, die mehr mit meinem Gegenüber zu tun hatte. Ne? Ich nehme das immer bewusst wahr, aber Menschen, ich habe selber schon gemerkt, oder andersrum, kann ich vielleicht besser erklären, ich habe auch schon Menschen kritisiert für etwas und merke, oh. Ne? Ich zeige mit einem Finger auf die Person, die ist ja so, ne? Und drei zeigen auf mich, ne? Also steckt immer auch etwas für mich darin. Also wenn dich jemand kritisiert, ist auch immer etwas in den Menschen angeklungen, was dich trifft, betrifft dich und hat mit dir einfach auch zu tun. Und schau dir die Kritik an, warum sie dir so zu Herzen geht oder wer das macht, ob du die Kritik von der Kindheit auch schon gehört hast und deswegen wieder zum Kind wirst. Denn obwohl wir alle schon 30, 40, 50 jährige Körper bewohnen, sind wir doch innerlich immer wieder mal Kinder, wenn wir dann mit entsprechenden Personen zusammenkommen und immer wieder merken, dass dort wir wieder klein werden. Ne? Also ich kann 40, 50 Jahre sein und ein Wochenende mit meiner Mutter verbringen und auf einmal merke ich fühle mich wieder wie damals. Ne? Also das höre ich immer wieder mit Menschen, die auf dem Weg sind und sich diese Fragen auch stellen und merken immer wieder, mit Mutter und Vater hat es sehr, sehr viel zu tun. Also dort dürfen wir genau hinschauen, was es uns, ja, uns auch wirklich zeigen möchte. Gut, ich weiß nicht, wir haben eine Viertelstunde jetzt überzogen. Ich denke, so kommen wir langsam zum Abschluss. Also erstmal vielen Dank für euer mit mir sein, für euer bei mir und ja, eure Inputs und auch euer Dasein, eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht den einen oder anderen Gedanken mitnehmen und werdet vielleicht morgen mich hier und da
im Gedanken haben und merken, hey, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Ich muss auch nicht alles glauben, was der andere mir sagt. Ne? Und wir lassen uns viel zu oft ein Stück weit auch beeinflussen von anderen Menschen und glauben dann das, was irgendwie die anderen gesagt haben. Und wir lassen uns irgendwie ja im Außen so ein Stück weit vielleicht auch irgendwie etwas vormachen. Also wichtig ist, prüft immer wieder auch mehr eure Intuition, was für euch stimmig ist. Nehmt auch aus dem heutigen Vortrag bitte nur das raus, was wirklich auch euch anspricht, wo ihr merkt, ja, das nehme ich jetzt mal in meinen Alltag mit und das lasse ich jetzt wirklich einfach auch mal wirken. Und vielleicht, ja, noch abschließend zu sagen, vielleicht habt ihr gedacht, die Moni sitzt hier vor dem Computer und hat sich richtig fein gemacht. Dann muss ich euch sagen, ich sitze hier mit meiner Lieblings-Pyjama-Hose. Manchmal lassen wir uns tatsächlich von außen blenden und glauben, die Realität ist die, die wir sehen. Aber sie sieht viel kuscheliger aus, ist sehr viel weicher und ganz anders. Also lasst euch nicht immer von dem, was ihr da draußen seht, und schon gar nicht, wenn es vor so einer Mattscheibe passiert, ne, alles Mögliche erzählen und sagen. Prüft euer Herz, geht wieder in eure Intuition, ihr habt sie alle noch. Sie ist nur ein bisschen verschüttet worden, aber sie ist noch da. Hört auf euer Herz, weniger auf eure Gedanken und euer Leben wird es euch danken. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für euch. Vielen, vielen Dank und ich hätte jetzt fast gesagt, ein gutes Nachhausekommen, aber ich denke, ihr seid zu Hause. Ich wünsche euch alles, was ihr mir auch wünscht und bis auf ein anderes Mal wieder vielleicht. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen vielleicht wiederzusehen, den einen oder anderen Gedanken vielleicht mal wieder zu hören. Macht es gut. Tschüss.